Gut, das schaut schon danach aus. Dann ein großer Applaus an die Alexandra Aigner und wieder Michael. Vom BG Zandvoort, tickende Zeitbombe. Viel Spaß. Wow, was für schöne Palmen. Wirklich paradiesisch hier. Davon muss ich einfach ein Foto machen. Und wow, dieses unendlich weite Meer. So atemberaubend. Was? Und das soll ein Urlaubsparadies sein? Hier ist ja überall Plastik. Das ist mir vorher ja noch gar nicht aufgefallen. Solche Bilder gefallen doch niemandem. Und außerdem kann ich so meinen Urlaub wirklich nicht genießen. Das hat der Mensch also schon geschafft. Mehr Plastik als Fische im Meer. Und dabei wollte ich die schönen Korallen ansehen. Aber das geht ja jetzt natürlich nicht mehr. Dankeschön dafür, Menschheit. Und so kann ich meinen Urlaub wirklich nicht genießen. Und so, meine sehr geehrten Damen und Herren, könnte ein typischer Urlaub am Meer aussehen. Mein Name ist Ida Michael und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Tagesshow. Unser heutiges Thema wird Plastik sein. Plastik. Es begleitet uns durch den Tag. Ein Leben ohne wäre gar nicht mehr vorstellbar. Das Produkt, das 1940 seinen Durchbruch feierte, wird uns heute zum Verhängnis. Denn der Erfolg von einst liegt in den Menschen von heute. Jeder von uns trägt Plastik mit sich, egal als Kleidung, als Kleidungsstück oder als Plastikflasche. Es ist auch als Mikroplastik in uns drin. Forscher haben herausgefunden, dass in 8 von 8 Menschen Mikroplastik steckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Lauter winzig Teile Plastikteile in eurem Körper. Eine Horrorvorstellung. Im Meer ist es genauso. Im Moment schwimmen 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Und jährlich sterben 100.000 Meerestiere daran. Doch wie gelangt das Plastik eigentlich ins Meer? Es wird doch alles recycelt. Nein, eigentlich werden nur 9% recycelt. Der Rest wird verbrannt, 12% werden verbrannt und der Rest liegt in unserer Umwelt oder auf Abfalldeponien. Und nun ein Filmbeitrag von der weltbekannten Bloggerin Alexandra die Große zum Thema Umwelt. In ihrem Videoclip zeigt sie uns, wie man durch den Verzicht auf simple Dinge im alltäglichen Leben der Umwelt helfen kann. Hallo da draußen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es einmal wieder um das Thema Umwelt gehen. Wie ihr wisst, engagiere ich mich sehr für die Umwelt. Ich fahre nur mit dem Rad, bin Veganer,
bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Oh, das muss mein Paket sein. Endlich ist es da. Herein. Sind Sie Alexandra Aigner? Genau. Dankeschön. Dann unterschreiben Sie hier bitte. Ach, dankeschön. Endlich ist es da. Mein neues Handy. Endlich Schluss mit dem alten, langsamen. Ich freue mich ja so. Wow. Es ist aber sehr viel Plastik. Aber solange es meinem geliebten Handy gut geht. Danke, Alexandra, für diesen Filmbeitrag zum Thema Umwelt. Doch was sagt eigentlich die Politik zu diesem Plastikproblem? Wir Politiker sind froh, verkünden zu dürfen, dass wir ab sofort Plastikhalme und Wattestäbchen verbieten. Somit sind wir einen großen Schritt in der Bekämpfung des weltweiten Plastikproblems gegangen. Aber was ist denn mit Plastikflaschen oder Plastikverpackungen? Wir sollten stolz darauf sein, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir sind an Plastik so gewöhnt, dass wir es nicht alles auf einmal aus unserem Alltag verbannen können. Und weiters muss man bedenken, dass Plastik fast in jedem unserer Produkte zu finden ist. Sonderlich viel ist es aber trotzdem nicht, einfach Wattestäbchen und Plastikhalme zu verbieten. Wenn ihr denkt, dass ihr auf mehr Plastik verzichten könnt, dann zeigt es. Los geht's! Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Diese verdammten Pressefuzzis können wirklich nie genug haben. Was wollen Sie denn von mir hören? Dass wir ab sofort alles Plastik verbieten? Ich könnte wirklich ausrasten vor Wut. Mein Mund ist völlig ausgetrocknet. Ich muss etwas trinken. Es ist 5:05. Bald ist es zu spät. Plastik, tack, tick, 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 tack. Alexandra Aigner und Ida Michael, tickende Zeitbombe von Peggy Tamsweg. Herzlichen Dank.